wunderschönen guten Morgen. Erste Nacht ist rum. Die Mutter packt zusammen. Ja, gestern war es dann doch 99 Kilometer. Das machen wir heute nicht mehr. Moin, moin. So, moin. Kurz nach 10, 10.04 Uhr. Gell? Und weiter geht's. Ja, die zweite Etappe am Rhein entlang. Wir starten jetzt vom Campingplatz. Der war super mit Schwimmbad und so weiter, aber 45 Puppe, also 45 Euro, ein bisschen zu viel. So, jetzt gucken wir mal, was das Hochwasser macht und ob wir so fahren können, wie wir wollen. So, wir sind jetzt auf Tour, auf Strecke und das Wetter ist herrlich. Beste Voraussetzungen, wie gesagt, bis aufs Hochwasser. Zwei Holländer auf dem Campingplatz haben gesagt, dass es stellenweise überschwappt, aber wir schauen, wo es hingeht. Ist Klettern abgesagt. So schaut's aus. Schauen wir mal, ob man einen Bäcker findet. Da vorne. So, das dürfte es besser sein mit Klettern. Wie gesagt, wo es Luft geht, geht es ja wieder nur noch. Und da oben kreist der Kamerad die ganze Zeit schon. Herrlich, wie es läuft. Kugeln unten ist immer besser. Der Konfuzius schon gesagt. So lässt sich ganz locker und angenehm durch die Schweiz rollen. Ein bisschen Luft geblockt, aber das ist jetzt eine herrliche Abfahrt. Immer wieder ein bisschen Steigungen, ein bisschen Gefälle. Prima Training für die nächste Tour in der Schweiz, in der Alpen. Nicht Schweizer, sondern Alpen. Ja, kann man wohl 40, 50 fahren, da runter. Super. 45, eine scharfe S-Kurve.
Ja, die Monstersteigung. Hämmer rum. Und jetzt sind wir wieder auf so einem schnuckligen Prickel über der Reihe. Sogar ein Seitearm vom Reih. Besser gesagt, da vorne ist nämlich der Reih. Dann sieht man die gleich die Baumstämme, was da noch mitgerissen worden sind. Also auch da schon ziemlich hoch. Allerlei Dreck und Zeig hängt da an der Brücke. Und auf der anderen Seite schaut es noch besser aus. Also das ist jetzt die andere Seite. Da stehen die Beemkopf über am Hang. Und, Moment, gehen wir direkt, dass man das sieht. Das hat sich da alles an der Brücke angeschaut. Und noch viel mehr im Wasser. Ja, und da hinten geht jetzt unser Weg rein. Und ab sofort scheint es dann wieder in diese Richtung, so wie es aussieht, ein bisschen im Schatten, am Rhein entlang zu gehen. Kurz vor Egelsau. Du liegst hier im Schatten. Die Kameraden. Und da geht's für uns jetzt wieder über der Reihe. Auf die deutsche Seite. Das ist jetzt für uns der Weg nach Deutschland rüber. Da fahren wir jetzt gleich drüber. Sieht schon mal sehr imposant aus, die ganze Geschichte. Auch da sieht man, das Hochwasser, das da runter rauscht, ist normal nicht so, sind wir gerade aufgeklärt worden. Wassermasse vergleichbar mit dem Rheinfall von Schaffhausen. Heftig, das Ganze. So, da ist gar nichts mehr. Ah, samt Abfluss. 3000. Gesamtabfluss 885 Kubikmeter pro Sekunde. 885 pro Sekunde, unvorstellbar. Ja, geht schon wieder nur. Jetzt sind wir am Kämpfen. Aber das hat man ja den Akku
immer weiter. Und wo es nuff geht, geht es auch wieder runter. Schon wieder nuff. Richtiges Training für die Alpen. Nächstes Jahr. Sandwich? Pause. Kein Kaffee? Kaltgetränk. Jetzt gibt es erst einmal Frühstück um irgendwann 10:30. Aber frisch zubereitet und schaut sehr lecker aus. Hoffentlich schmeckt es auch so. Das ist meins. Meins ist auch lecker. Jetzt habe ich auch noch mein Getränk gekriegt. Ist kein Scholle. Cola. Cola zum Frühstück. Wie viel Uhr haben wir? Kurz vor 12 ist jetzt. Jetzt gibt es erstmal Frühstück. Die Mittagspause ist jetzt vorbei. Und jetzt geht es weiter nach Tingen. Schöner Weg, schönes Wetter, schöne Mitfahrerin, oh, da ist sie. Was willst du mehr? Wenig Wolke am Himmel, super. Jetzt rollen wir nach Reckingen. Und dort geht es weiter nach Waldshut-Tingen. Und wieder viel Sonnenblume. Sind das überhaupt Sonnenblumen? Nein, sind keine Sonnenblumen. Anders zeigt aber auch schön. Filmen wir mal die Wäsche, was da draus hängt. Jener Dorfplatz. Und schon wieder durchs Ort durch. Sind sie wieder die schöne gelbe Blume? Was Kessunenblumen sind. Einmal Länderwechsel in Deutschland in die Schweiz. Wer hat es erfunden? Die Schweizer. Reinheim in der Schweiz sind wir jetzt wieder durch Neubaugebiet. Mein Herz. Jetzt geht's nach Rittheim. Ebenfalls Schweiz. Kurz rascht, bis die bessere Hälfte auftaucht. Und da kommt sie schon. Hup, 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 hup.
eben noch in der Schweiz und jetzt gleich in Deutschland. Also viel, viel Wasser. Vorne ist Zoll und Waldshut Tingen. Viertel nach zwei. Und jetzt sind wir in Waldshut Tingen. Eher Waldshut. Fahren wir jetzt das schöne Stadion rein. Dort kriegen wir vielleicht was zum Nachsitzen. So, vorne zum Dornei. Und hinten. Zum Tor wieder raus. Je nachdem, von wo das man kommt, ist halt andersrum. Und das ist jetzt die Rückseite vom Stadttor in Waldshut, Tingen. Und raus geht's aus Waldshut Richtung Dogern. Waldshut raus, noch 3 Kilometer bis Dogern und wir suchen uns jetzt was zum Essen. Oh, da drüber Atommeiler. Schweizer Atommeiler. Da lebt es noch bei denen. Oh, das ist nah. Gut hinterm Baum versteckelt sieht man der Kielturm vom Kraftwerk Leibstadt, Schweiz. Die hier noch einen Kielturm, Philippsburg haben sie uns geklaut. Und da ist der Reaktor. Oh yeah. Wenn da was passiert. Prima. Da ist die Welt noch in Ordnung, da steht der Kielturm noch. Da steht da der Reaktor. Jesus, wenn da was passiert, sind wir fort. Aber in sicherer Entfernung. Die Mutter hat schon Angst, gell? Wenn da was passiert. Oh je. Wenn dann das Bier ausgeht. Wir wechseln wieder auf die Schweizer Seite. Schweizer Seite. 3. Auch da viel, viel Wasser. Sehr schön. Und wir machen mal wieder Pause. Schöne Bank im Schatten. Dann machen wir kurz eine Rast und suchen mal, wo es was zu essen gibt. Weil jetzt kriegen wir Hunger auf warm. Hier wohnt der Castor Fieber. Bei uns heißt er nur Biber.
direkt am Rhein entlang. Da drüben ist er irgendwo. Mitte durch die Felder. Richtung Laufenburg. Da kriegen wir was zu essen. Wenn man sagt. Krafttanke in Laufenburg. Jetzt fahren wir mal wieder durch ein historisches Stadttor. Auf der Suche nach Bagare. Stopp, da sind wir schon vorbei. Mittagspause mit Rheinblick in Laufenburg. Ja, wir sitzen immer noch. Sorry. Altstadt Laufenburg läuft. Ja, zügig Richtung Rhein, Richtung Hochwasser und nächstem Campingplatz. Wieder schöne Brick in Schweiz lieber, aber wir bleiben in Deutschland. Und zwar fahren wir jetzt in Richtung Rheinfelden, Baden und suchen uns da einen schönen Campingplatz. Und Laufenburg liegt da hinter uns. Rasante Abfahrt Richtung Rheinufer. Gleich wieder am Wasser. Danke. Ja, jetzt sind wir in Murg angekommen, wenn du ein super Angebot kriegst, um unser Zelt aufzubauen. Super freundliche Gastgeber. Wir morgen oder später noch einmal mehr filmen und zeigen, wo das ist. Auch verlinken vielleicht im Film. Also wie gesagt, Camping an der Murg, Camping Murg am Rhein, so. Rheinblick haben wir natürlich auch. Achtung. Durch. Drei. Also wir können Dusche benutzen, wir können kochen, wir können alles machen, was wir wollen. Wie gesagt, sehr zuvorkommend. Und wir wären jetzt neben dem Tipi und vor diesem komischen Ware da, Holzware, wenn wir jetzt zwischen den Rädern und zwischen dem Tipi, wenn wir das Zelt aufbauen und dann hoffen wir, dass die Nacht
besser wird, dass man besser schläft. Nachher, wenn die Hütte steht, noch einmal mehr dazu. Also, Zelt steht, Mutter sitzt. Bequem? Ja. Gut. Also Zelt inklusive Dusche und alles 15 Euro, gell? Zwei Personen, Zelt. Ist okay. Und mit Akkus lade, volles Programm, alles. Und wie gesagt, Schulglas geht heim später, also wird's ruhig. Und Blick auf den Rhein, Hochwasser kommt auch nicht mehr. Halt. Also für heute alles richtig macht. Auch nicht so spät angekommen wie gestern. Hervorragend. Ja, und weil heute ein bisschen mehr Zeit war und überhaupt alles lockerer angegangen war, können wir natürlich auch wieder ganz traditionell einen Scholle trinken, wo meine Frau organisiert hat. Weißherbstschorle natürlich und Fies, die sind auch sauber und die Becher sind auch dabei. Was willst du mehr? Jetzt wird eingeschenkt. Ui, ich höre es bis daher. Ui, ist ein Tropfen mehr drin bei dir? Alles gut. Achso, ich habe einen anderen Becher mit. Super. Und das alles kriegt man geschenkt auf dem Campingplatz. Nee, war ein Spaß. Aber man kann ihn inzwischen wirklich empfehlen. Sie froren und gucken und machen. Wie heißt der? Hochrheinkanu. In Murg. Direkt am Rhein. Gibt es einen Biergarten, einen schönen Grillplatz, wo man auch Tipis mieten kann oder nur den Grillplatz mieten. Und dann gibt es da natürlich neben dem Biergarten noch einen Kanuverleih, der ist da weiter hinten. Sieht man da. Diverse Kanus und so weiter. Und das Ding nennt sich Hochrheinkanu Murg. Am Rhein. Sehr zu empfehlen. Und jetzt wird auch geprost mit Weißherbst. Prösterchen und Prösterchen zum Wohl. Uns geht's halt gut, hä? Super gut, prima. Geht's uns.